Hallo und herzlich willkommen. Heute stelle ich euch was Besonderes vor. Zwei Sondermodelle von Siku und einen Eigenbau von einem Bekannten. Kommen wir nun erstmal zu den Fahrzeugen. Das ist das Feuerwehrfahrzeug, die Standardversion von Siku. 2112, glaube ich. Die Artikelnummer, der Preis liegt bei 20, 21, 22 Euro. Funktionen des Feuerwehrfahrzeuges von den Feuerwehr MAN HLF, glaube ich. Man kann dieses Führerhaus nach vorne kippen und dann kommt man an den Motor ran. Gute Idee. Gut verarbeitet von Siku. Fahrzeug ist aus Metall, kleine bzw. wenig Plastikteile. Die Tür geht zu öffnen und dann kann man auch die Treppe öffnen, damit die Feuerwehrleute bequem einsteigen können. Geht nur auf der einen Seite, auf der anderen Seite leider nicht. Zu dem Fahrzeug gehört eine Haspel, aber die habe ich leider nicht zu dem Fahrzeug. Man kann die Rolltore öffnen, dann kann man sich das Innenleben anschauen, die Gerätefächer. Es gehen nur die äußeren zu öffnen, in der Mitte leider nicht. Dann kann man hier noch aufklappen, um an die Innenseite des Gerätefach zu kommen. Klappe zu, Klappe zu, Klappe zu. Hinten kann man auch nicht öffnen, leider. Und die andere Seite geht wieder zu öffnen. Und da hat man die Möglichkeit, etwas zu verstauen. Man kann die Leiter abnehmen. Eine zweiteilige Steckleiter. Aber die ist fest verbaut. Das Wendestrahlrohr kann man 360 Grad drehen und nicht höhenverstellbar. Aber man kann hier in die Klappe, diese Klappe öffnen und was verstecken. Keine Ahnung, was man reinlegen kann. Der Lichtmast ist nicht ausziehbar, aber man kann ihn reinstecken. Scheiße. Kameraeinstellung. Perfekt. Und den kann man auch drehen, wie man will. Das ist die Standardversion. Jetzt zeige ich euch die zwei Sonderversionen. Einmal Feuerwehr mit als Vergleich. Finde dieses mit den grauen Rolltoren besser vom Design her. Von vorne. Hat halt dieselben Funktionen wie dieses Fahrzeug. Und so sieht die Haspel aus, die eigentlich daran gehört. Ja, Leute, es gibt noch ein Problem, und zwar Artikel 13, habt ihr sicherlich schon gehört. Ich hoffe, dass es nicht durchkommt oder gemacht wird, dann gibt es dann leider keine Videos mehr von mir. Aber daran will ich jetzt im Moment nicht denken. Kommen wir nun zu dem THW-Modell. Sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Auch hier wieder dieselben Funktionen wie bei den anderen zwei Fahrzeugen. Führhaus zu öffnen. Tür. Treppe. Und auch hier die. Ja. Selbe Fahrzeug. Gleiche Funktionen. Nur halt anders bedruckt.
Ein wunderschönes Fahrzeug, finde ich. Schauen wir das in die Mitte. Dann kommt es gut zur Geltung. Und nun kommen wir zu dem Eigenbau eines guten Freundes, Bekannten. Er hat mir aus zwei verschiedenen Fahrzeugen, vielleicht drei Fahrzeugen, einen wunderschönen Feuerwehranhänger gebastelt. Mit einer Funktion, man kann sogar die Tür hinten öffnen und dann kann man was reinpacken. Zum Beispiel eine TS8, eine Tragkraftspritze, Schläuche, Feuerwehrwerkzeug oder ein kleines Schlauchfaltboot, Tragen, Leitern, was auch immer. Probieren wir mal. Ob man den auch hinten anhängen können. Der hat keinen Anhänger. Hat der eine? Nein, leider nicht. Dann muss der Kia erstmal dran glauben. Der Kia kann den Anhänger leider auch nicht ziehen. Halten wir mal fest, dann würde das so aussehen. Super. Finde ich sehr schön verarbeitet. Kann ich nur empfehlen. Gefällt mir, hat er super gemacht. Das war's für heute. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Kommentiert bitte das Video. Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Und mich weiterempfehlen. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Habe ich schon gesagt? Egal. Doppelt hält besser. Und bis zum nächsten Mal. Und jetzt nochmal kurz meine Meinung zum Artikel 13. Das finde ich echt scheiße. Aber man kann sicherlich nicht viel dagegen tun. Außer am 23.03. zu der Demonstration gehen, mitmachen, wie auch immer. Die findet in Berlin statt, in Leipzig, in Köln, glaube ich, und ja. Und die Demonstration soll oder wird europaweit sein. Das war's. Und ich bin weg.